Die Sorge vor einer verstärkten Corona-Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wächst. Zunehmend heftig wird darüber diskutiert, wie Infektionen bei Minderjährigen und eine Virusweitergabe in ihren Familien eingedämmt werden können. Ein Mitglied des Deutschen Ethikrates forderte zuletzt sogar, dass man eine Impfpflicht für Personal in Schulen und Kitas bräuchte. Eine Impfpflicht in Deutschland ist möglich, aber selten. So ist seit letztem Jahr ein Nachweis einer Masernimpfung für Kinder vorgeschrieben. Für Lehrer und Erziehungskräfte gilt diese Pflicht auch. Es gibt aber auch Kritik an dem Vorstoß. Grund: Die Impfquote bei Lehrern liegt teilweise bereits bei 90%. Eine Lehrergewerkschaft mahnt deshalb, wenn aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung möglich ist, dürfe dies nicht in einem Berufsverbot enden. Die Bundesregierung lehnt Impfpflichten ebenfalls ab. Alle Menschen seien aber aufgerufen, sich impfen zu lassen, auch Lehr- und Erziehungskräfte.